Ihr Lieben, ich nehme euch heute mal mit in einen ganz besonderen Wald. In diesem Wald gibt es nämlich sehr viele, guck mal, tote Bäume. Tote Bäume, ist das nicht eigentlich schlecht für einen Wald? Nee, ganz im Gegenteil. Dieses Totholz ist alles andere als tot. Das ist Lebensraum für sehr viele Arten. Kommt mal mit, ich zeige euch das nochmal an einem anderen Baum. Ihr seht ja, der hinter mir steht, ist schon ziemlich abgebrochen und das Holz, der Baum an sich, ist vielleicht nimmer lebendig, aber guckt mal, wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man, aus dem Baum wachsen zum Beispiel solche Porlingspilze raus. Das ist der Fruchtkörper von diesem Pilz. Der größte Teil des Pilzes ist im Innern von dem Holz und verrichtet gerade wahnsinnig wichtige Arbeit. Das zersetzt nämlich das Holz so, dass es für andere Lebewesen wieder verfügbar ist. Also letzten Endes vermodert der Baum nur dadurch, dass die Pilze ihre Arbeit verrichten. Wenn also ein Förster oder ein Waldbesitzer in seinem Wald solche Totholzstämme stehen lässt, dann ist es kein Zeichen von Unordnung, sondern im Gegenteil, das ist ein super ökologisch bewirtschafteter Wald, der Lebensraum für viele dieser Zersetzer bildet. Und das sind nicht nur Pilze. Guckt mal, wenn man da genau hinschaut, dann sieht man nämlich, in dem Holz gehen ganz viele so kleine Löcher rein. Und diese Löcher haben Insekten gebohrt und Eier reingelegt. Und in diesen Löchern überwintern Käfer, Wespen, andere Insektenarten. Das heißt also, Totholz ist super. Und vielleicht habt ihr ja mal Lust, selber in den Wald rauszugehen und nach solchen vermodernden Holzstämmen Ausschau zu halten. Vielleicht findet ihr einen tollen Käfer drauf, vielleicht findet ihr wunderschöne Pilze. Macht doch mal ein Bild davon und postet es hier in den Kommentaren unten drunter. Wir würden uns freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!